Burschen, wir sind heute beim Ewald Holzer von Bike Total in Staudach. Wir sind immer noch bei den Verwandten, ne? Die Verwandten kommen. Der Ewald hat ein spezielles Großmaxi für unsere Buch Maxi Range gebaut. Es wird heuer extrem arges Rennen. Und wie ich mir gedacht, ich zeige euch das einmal ein bisschen genauer. Wir haben schon ein bisschen angefilmt im Garten. Und ich hoffe, der Ewald erklärt uns jetzt noch genau, wie er das alles gebaut hat und welche Teile er verwendet hat. Ewald, bist du frei und erklärst uns das oder hast Geheimnisse? Die Zeiten der Geheimnisse sind vorbei. Ja. Also du sagst, redest heute zu uns wie ein offenes Buch. Genau so ist es. Jawohl. Ewald, wo fangen wir an? Wir müssen die jetzt ausbratschen ein bisschen, damit die Zuschauer genau wissen, ob du jetzt ein Top-Favorit bist fürs Rennen heuer. Oder ob es vielleicht doch bessere Teile gab, aber ich glaube, ich sehe nicht viel bessere Teile. Was hast du bremsentechnisch Shimano? Bremsen habe ich jetzt probiert von Shimano, da die Saint, bin an sich schon ein Magura-Fan. Ja. Da probiere ich jetzt einmal die Saint. Aus solchen Grund kann ich jetzt gar nicht richtig sagen, einfach einmal zum Probieren, okay, wie das funktioniert. Bei den Bremsscheiben bin ich genauso auf der Magura geblieben, weil ich sage, das sind im Moment die besten Bremsscheiben, was es am Markt gibt. Die Leistung von der Bremswirkung und auch was die Temperaturableitung ist, bin ich überzeugt, dass das im Moment die beste Bremsscheibe ist. Kommt von einem E-Bike oder von was? Ja genau, das ist die erste Bremsscheibe, was wirklich fürs E-Bike jetzt gemacht ist. Mhm. Ist ein bisschen stärker gebaut, ist ein bisschen größer, war nochmal um 2 cm. Und da habe ich gedacht, das passt fürs Maxi optimal. Ja, wenn wir da schon in der Nähe von der Bremsscheibenfüllung sind, was hast du föllentechnisch? Was ist das genau? Wie ist das? Ja, föllentechnisch ist die SM Pro Platinum, ist die leichteste Föhn, was es gibt jetzt in dem Bereich. Eingespeicht haben sie mir jetzt, also ich habe sie da mit einer Hauptnahme. Farblich natürlich alles jetzt ein bisschen aufs Moped abgestimmt, das ist mir das eine Mal ein bisschen wichtig, dass es optisch ganz gleich schaut. Natürlich mit der Steckachse und auch mit ein bisschen stärkeren Speichen, Aluminiumnippel, farblich wieder dazu passt. Ja. Wie gesagt, mein Ziel war einfach, das Moped so leicht wie möglich zu machen. Und dadurch sind es halt die Teile geworden. Okay, ja, Fahrwerk hast du glaube ich schon gesagt, Mazzocchi. Fahrwerk Mazzocchi, 40 mm Tauchrohr, genau. Auch vom Downhill raus, glaube ich. Ist vor einem Downhill-Bike raus. Bitbike-Teile habe ich sowieso. Jetzt Sitzbank, Bitbike. Und auch, was ich noch Bitbike verbaut habe, ist Schwingen. Das war ein ganzer Zufall, dass ich nicht im Internet erblickt habe und dann habe ich mir die Maße angeschaut, kommen genau dorthin, wie es das bei Maxi eigentlich brauchst. Die Optik hat mir gut gefallen, das Gewicht passt, das Aluschwingen, ein sehr stabile Aluschwingen und das war mir eigentlich wichtig. Natürlich Bremsaufnahme und Kettenführungsaufnahme, das muss man alles anpassen. Muss man machen, muss man dazu bauen. Okay, das heißt, du hast dann hinten natürlich auch einen Downhill-Dämpfer drinnen, gell, was ich da so sehe. Genau. Ja. Mazzocchi Bomber Dämpfer, der CR, wo ich natürlich auch ein bisschen gespürt habe, das ist bei den ganzen Schrauben, wo man sieht, teilweise gebohrt, teilweise überall Gewicht gespart, teilweise habe ich Titanschrauben gemacht oder Titanbolzen gemacht. Der spart die Narben hinten, kommt eigentlich aus einem Bitbike oder aus einer Motocross sogar. Auch wieder natürlich abgeändert, Einbaubreite, alles verändert, Bremsscheibenaufnahme machen müssen. Mhm. Ja, viel Arbeit. Jetzt kommen wir zum Herzstück von deinem Moped. Was ist da leistungstechnisch? Was hast du da motortechnisch? Was ist da eigentlich drinnen? Ja, leistungstechnisch. Es sind im Prinzip, also von der Kubikatur her, 70 Kubik. Also so ähnlich wie der Celadoni. Ist kein Celadoni. Gehäuseansaugung. Natürlich, das sorgt schon für Leistung. Kopf ist ein Kreidlerkopf mit bearbeitetem Brennraum natürlich, dass das wirklich alles aufeinander passt. Getriebe ist, wie man es halt auch kennt, ein Bergrad verzahnt. Kupplung, ja, wie es jeder andere auch verbaut. Membran gesteuert natürlich und Auspuff. Vergaser ist ein Mikunium. Mit dem Toronto-Aufsatz, eben dass da bessere Luftströmung zusammenbricht. Ja, Auspuff hast du einen Scalvini, gell? Auspuff ist ein 8 Kubik Motocross, genau, ja.
von der Tuning-Firma Scalvini. Ja. Da glaubt man halt, dass der ist, oder ich sage jetzt einmal so, ich kann ja eigentlich nur aus den Gerüchten erreichen, dass der ist einer der schnelleren sein soll. Natürlich, da wird alles abgeändert fürs Buch Maxi, hat man ein paar Mal schneiden müssen. Ganz wichtig war mir natürlich, die Längen nicht verändern, ich habe mir das genau berechnet, weil er hat normalerweise, hat er da andere Endung, ein großes Stück. Ich habe das auf Bogen verändern müssen und natürlich ganz wichtig, Längen nicht verändern. Ah. Ja, Leistung. Ja. Ich würde mich wollen nachher. Gut. Leistung. Ich glaub. Apropos Leistung, wir brauchen dann eine Testfahrt eigentlich. Aber das Wetter wird leider nicht mitspielen. Weil es rennt ja wieder schaffen, aber wir brauchen zumindest einen Soundcheck. Aber wie viel Leistung glaubst du circa? Was wird das haben? Ich tue mir schwer zum Sagen. Ich sage dadurch, dass ich neu in der Szene bin, ich habe wenig Vergleichswerte. Ja. Es gibt mit dem Zylinder gibt es Werte. Man redet halt irgendwo ohne Testung jetzt, also dass wir einen Test haben, irgendwo für 20 PS. Mhm. Ob es stimmt oder nicht, ich will da jetzt, das sind nur, es gibt schon Messwerte, jetzt gerade für dem, aber für so einen Motor. Von fahrerischen her geht es wirklich mächtig gut, mächtig, also fast zum Angst kriegen. Wenn man es jetzt auch nicht gefahren ist, dann kann man es wahrscheinlich gar nicht glauben. Aber meine Sorge geht fast dort hin, dass ich irgendwas machen muss, das ist eher davor das Gerät, weil so wie es Gas gibt, ist es am Hinterrad und richtig giftig geworden. Also von der Schönheitstechnisch ist zweifelsfrei eins von den schönsten Grossmaxis, glaube ich, kann man sagen, was man so was überhaupt gibt, weltweit kann ich fast sagen. Habe ich eigentlich noch nicht viel gesehen, was so perfekt und so schön macht es. Und an der Stelle müssen wir mal kurz Werbung auch betreiben. Schaut vorbei beim Ewald in Hartberg, Bike Total. Ewald hat ein super cooles Radlgeschäft mit den besten, ihr kriegt die besten Sachen bei ihm. Ihr kriegt Sachen für jeden Anwendungszweck, sage ich mal, radtechnisch, was es ja so gibt. Gell? Und da solltet ihr unbedingt vorbeischauen, kriegt eine perfekte Beratung. Und der Ewald freut sich, wenn so, sage ich mal, Buch Maxi noch einer zu ihm kommen, oder? Ja, es ist immer lustig, wenn noch einer kommt bei dir. Mittlerweile ein paar kennen mich ja schon, weil ja eben durch den Marker, durch die Videos. Ja. Und weil schon relativ viele Teile von uns ausgegangen sind, die dann am Maxi verbaut sind worden. Mhm. Ja gut, weil ich darf sagen, wir haben da jetzt auch viel Geld, viel gezeigt. Jetzt musst du sprechen lassen, gleich einmal das Ganze. Und ich würde sagen, da brauchen wir einen kleinen Soundcheck einmal. Ja. Wenn wir es runterheben? Ja. Bei dem Ganzen? Wir helfen da runterheben. Warte, Schwab, bist du Pepper? Ich will jetzt der Ewald nicht so lange, ich habe mit einer Hand runterheben. Dadurch jetzt schon wirklich, muss ich sagen, eine lästige Familie, Maxi-Familie geworden sind. Natürlich gibt es nichts anderes bei mir wie ein Parks Factory Anreißer. Solange wir das Wasser auch aktivieren,
gibt's ja nicht! Also da kannst du gar nicht fahren, ohne dass die voll aufsteht. Das ist ja abnormal. Das ist ja gefährlich. Ja, da ist alles gatschig noch. Aha. Blöd. Aber jetzt ist es ausgegangen, ist der Sprit da drauf? Vielleicht. Das ist echt nicht normal. Geleg, warte, ich fahr unten rauf. Alter, das ist nicht normal, Dags. Wir müssen da irgendwas machen. Die fahren uns zum Teufel. Das geht wirklich, da reißt nicht an und nichts, die geht so auf, so schnell, Alter. Das ist auch normal, ich sag's dir, Alter. Scheiße, Alter. Was ist da falsch in der Steiermark erinnern, Alter? Ich sag's dir, die Freunde kannst du aussuchen, die Verwandten leider nicht. Schuld muss ich ja sagen. Sind die Verwandten. Da wäre nicht alles gesagt. Nein, ich war nie auf so eine blöde Idee gekommen, so etwas zu machen. Wenn mich die nicht, man kann nicht sagen, so motiviert haben, ja. Bei uns sollte man ja eingeritten, gell? Aber Ewald, ich würde sagen, es ist ein klassisches Hobbybuch, Maxi Zeigen. Oder man kann seine eigenen Ideen und eigenen Dinge verwirklichen und umsetzen. Genau. Und dann fühle ich immer fragen, warum steckt sich so viel Geld in so eine Kraxen rein, was in Wahrheit eigentlich nachher offiziell ja keinen Wert hat, so kannst du sagen, nicht? Weil es ja eigentlich, das gibt es ja offiziell nicht, so ein Gerät, aber nein. Ich denke mal, bei einer Motocross, da kaufst du die und dann fährst du halt damit. Und uns geht es halt nicht ums Fahren auch, aber eher um die eigenen Ideen und das Umsetzen und deshalb... Genau, das ist ja das, was mir also gefällt. Genau. Da kannst du wirklich einmal so richtig ausspinnen. Ja, und es ist trotzdem eigentlich leistbar, gell? Ich meine, Grenzen nach oben, es gibt, egal bei welchem Hobby, wird es nie geben, aber es ist trotzdem eine leistbare Sache, da die sagen, wenn man Motorsport machen will, oder? Für mich ist genau, es ist leistbar, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du musst jetzt da... Ah, was das nächste ist, du kannst dir eigentlich das Budget ein bisschen so richten, wie es das hast, ja. Und halt dementsprechend auch dann so bauen, wie es das hast, gell? Ja. Ich habe natürlich ein bisschen einen Vorteil gehabt bei der ganzen Schicht, weil man sieht ja, die Burschen, die schon lang bauen, die haben ja mittlerweile wahrscheinlich auch schon so viel Geld investiert wie jetzt auf einmal. Oh. Und ich habe mir halt doch schon können von Marco, von Mario ein bisschen was anschauen, habe mir Informationen holen können, was wichtig ist beim Bauen. Und dann habe ich halt noch meinen Senf dazugegeben und darum ist dann noch so ein Projekt, wo das jetzt ist, rausgekommen. Mhm. Okay. Ja, na gut, Ewald, dann würde ich sagen, danke für die Erfahrung. Ja. Genauere Sachen. Ernsthaft die Testfahrt, die kommt noch genau. Durch deinen Testfahrer durch den DAX. Ja. Wird wahrscheinlich dann ein Video mal nachkommen. Ja. Ist ja auch jetzt, da muss man sagen, vom Dekor ja auch nicht mehr fertig. Also kommen da noch ein paar Feinheiten. Ja. Und dann gibt es ein Video dazu. Ja, also das war somit Teil 1. Wir haben jetzt trotzdem ein bisschen eine Testfahrt schon gezeigt, obwohl wir es eigentlich gar nicht vorgehabt haben, weil das Wetter dementsprechend nicht passt. Aber es wird, wie der Ewald schon sagt, einen Teil 2 geben und da wird der DAX dann wie beim Mario Hofstadler das ganze Gerät ausführlich testen. Da werden wir es in einen roten Anzug ausbauen, DAX, oder? Genau. Auf jeden Fall. Auf Herz und Nieren. Ja, auf Herz und Nieren, dann von DAX Test. DAX ist ja der erste Maxi-Testfahrer mittlerweile. Genau. Ist wahrscheinlich für den Mofa-Werk gar nicht so billig, aber ja, der Tag zopfelt sich da auch. Ne? Ja, ja. Da braucht es einen Testfahrer, dem was das wurscht ist, wenn er einmal auch drauf geht. Ja. Ansonsten ja. Bleibt nur mal zum Sagen, schaut vorbei beim Ewald Holzer in Hartberg, Weidenweg. Weidenstraße 13. Kommt vorbei, wenn wir schon sonst ja. Nichts haben. Kaffee kann ich euch alle anbieten. Oder ein Silberpfeil. Die Marke Silberpfeil unterstützt mich da auch ein bisschen bei der ganzen Spinnerei, muss man ja schon beinahe sagen. Und wenn wir schon so weit sind, das ist ja nicht das letzte Projekt für mich. Es ist ja noch was im Talon. Das ist ja der Baustelle drum, soll ja eine Überraschung sein.
schon drinnen. Ja. Der Laft haben wir letzte Woche erstmalig gestartet. Hört sich höllisch an. Ja, ja. Nur gleich sagen. Und unser Ziel ist wirklich eine Top-Zeit zum Hinlegen. Vom ganzen Design, vom Dekor, von der Machart, wie ich das jetzt wieder gemacht habe, sicher Augenweide. Und ich habe mir wieder extrem viele coole Sachen einfallen lassen. Ja. Und die zeigen wir euch beim nächsten Video.